Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute sehen wir uns nur ein bisschen kürzer und zwar zum neuen Altraverse-Programm. sind von Dezember bis März nämlich nur sechs Titel und damit auf jeden Fall sind wir relativ schnell fertig mit dem Video. Als erstes im Dezember nochmal einen Neustart, über den wir schon gesprochen haben, mal in einer Manga-News-Folge und zwar Arif Der Kampf zurück in meine Welt von Ryoshira Shirakume und Gora in Action Fantasy Shonen. Isekai Nachschub sozusagen von Ultraverse, der bisher in fünf Bänden noch läuft und es geht um Hajime, der ist ein Otaku, dessen Leben plötzlich auf den Kopf gestellt wird, denn seine gesamte klasse wird in eine andere welt beschworen mit magischen fähigkeiten ausgestattet sollen sie dort als helden die menschheit vor dem untergang bewahren doch schnell wird aus diesem traum eines jeden otaku hajime's albtraum während seine klassenkameraden mächtige fähigkeiten erhalten haben besitzt er jedoch eine zum kämpfen ungeeignete kraft seine Talfahrt nimmt kein Ende, als er auch noch verraten wird und sich äh, am Abgrund der Verzweiflung befindet. Wird Hajime in dieser neuen Welt voller Gefahren und Monster seinen Weg zurück in seine eigene Welt finden können? Das war es dann auch schon mit Dezember. Auch im Januar folgt nur ein Neustart. Und das ist Nur Du darfst mich fesseln von Erin Kijima. Ein Romance-Mad-Yosei-Manga, der bisher in drei Bänden noch läuft. Überhaupt sind wieder zwei neue neustarts in dem Programm dabei. Ähm, wieder so in die Richtung von Game, Lust ohne Liebe und Daydream Lover. Also, wem das gefällt, der kann hier wieder zuschlagen. Und es geht um Kaori, die ist heimlich in ihren Schwager verliebt. Als ihre Schwester tatsächlich die Scheidung will, wittert sie ihre große Chance. Denn Yuzuki ist nicht nur mit dem Maler Yuichi verheiratet, sie war auch immer seine Muse. Kurzerhand bietet Kaori sich als neues Modell an. Der hat allerdings ganz andere Spielchen mit ihrem Sinn als sie. Und dann gibt's zwei Neustarts im Februar und zwar zum einen Lust auf ein Date von Tamifuru, ein Romans Drama Yuri Manga, der bisher in zwei Bänden auch noch läuft. Und zwar geht es in der Geschichte um Miwa. Miwa steht eigentlich schon immer auf Mädchen. Mit dem Eintritt in die Universität könnte der ideale Zeitpunkt für sie gekommen sein, aus ihren Träumen mehr zu machen. Natürlich ist ein Coming Out aber auch keine ganz einfache Sache und deshalb sucht Miwa die Unterstützung bei ihrer durchgeknallten besten Freundin Seiko. In die ist sie jetzt nicht wirklich verliebt, aber trotzdem fragt sie sich, ob Seiko nicht mehr als nur eine beste Freundin für sie sein könnte und so stürzen sich die beiden ohne lange zu überlegen in ein amoröses Abenteuer. Dann startet im Februar ebenfalls der zweite Yosei-Neustart und es ist 30, ein Traum von Liebe von Akimi Hata, ein romance Josei, der bisher in vier Bänden noch läuft. Und es geht um Shino, die ist mittlerweile 30 und steht unter dem Druck ihrer Familie und ihres Umfelds, endlich zu heiraten. Aus heiterem Himmel gesteht ihr der ein paar Jahre jüngere Mayuki seine Liebe. Aber kann sie sich auf so eine impulsive Schwärmerei wirklich einlassen oder wird es für sie tatsächlich Zeit, sesshaft zu werden? Im März erwarten euch dann nochmal zwei Titel. Und es ist so, dass wir über den ersten auch schon gesprochen haben. Und das ist jetzt Green Garden von Susanne Koskun, ein Drama-Romance-Shojo-Manga, der bisher in einem Band noch läuft. Wie ihr das schon wahrscheinlich mitbekommen habt, ein deutschsprachiger Manga. Den ersten Band könnt ihr für 5 Euro antesten und zwar bis Ende Juni. Und es geht um die selbstbewusste Mai. Und auf der Suche nach Antworten begibt sie sich in die Traumwerkstatt von Professorin Wendricks, die mit Mai's Vater in einem Forschungsprojekt gearbeitet hat. Die beiden kamen einem dunklen Geheimnis einer schier unerschöpflichen Energiequelle auf die Spur, für die ein sehr hoher Preis gezahlt werden muss. Sie verursacht schreckliche Albträume, die die Menschen in den Wahnsinn treiben. An der Seite von August, dem zunächst verschlossen wirkenden Sohn der Professorin, stellt sich Mai ihrem großen Abenteuer. Und als letztes gibt's wieder Nachschub für die Freunde von Guild Pleasure. Und zwar dieses Mal mit dem Einzelband, denke ich, ist es The Doll, ein Action-Boys-Love-Novel, die, glaube ich, mal in dem Sinne mit dem Indies-Words-Universum nichts zu tun hat. Ähm. Ich habe gehört, er geht so in die Richtung von Maybe Someday, aber wie gesagt, es sind andere Protagonisten. Und zwar geht es um den hartgesottenen Söldner Vincent Lynch und er wird beauftragt, eine gestohlene Doll, einen künstlichen Menschen, wieder zu beschaffen. Doch Kai ist nicht so emotionslos, wie seine Schöpfer es dargestellt haben. Und Vincent entwickelt Gefühle für Kai, die es ihm unmöglich machen, ihn in seinen Laborkäfig zurückzubringen. Schon bald sind den beiden alte Bekannte von Vincent auf den Fersen und die machen keine Gefangenen. An neuen Titeln war es das jetzt tatsächlich schon. Wie gesagt, das ist eher ein kurzes Video. Es gibt da noch eine kleine Ergänzung von mir. Und zwar wurde für die Titel After the Rain und King in a Lab Code jeweils mit dem letzten Abschlussband Shuba angekündigt. Wenn ihr also eine der beiden Serien sammelt, das müsste bei King in a Lab Code im Februar der Fall sein, dass der Abschlussband kommt, und bei After the Rain im März, dann könnt ihr euch überlegen, die beiden Serien auch mit Schubert zu holen. Zusätzlich gibt es in denen auch wieder verschiedene Extras, zum Beispiel Bastelpostkarten und Artprints. Also, wie gesagt, wenn ihr eine der beiden sehen sammelt, könnt ihr euch das überlegen. Und ansonsten war es es tatsächlich schon mit diesem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben oder euer Abo da. Die nächste Woche bin ich tatsächlich mal im Urlaub für eine Woche. Das heißt, ich glaube auch, dass ich kein weiteres Video vorproduzieren kann. Das nächste Video käme dann also erst so um den ja, 20. bis 25. rum. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, aber ich habe aktuell auch nicht so viel, über das ich reden möchte. Ich bin sicher, dass Ende Oktober und Anfang November auch die restlichen Programme der anderen Verlage eintrudeln. Und dann können wir auf jeden Fall in vielen Videos mal wieder darüber reden. Und bis dahin, tschüss, bis zum nächsten Video, bis bald.